ihren Namen nochmal richtig aus. Von Pour en Outre-Pack aus Frankreich, Aurélie Catalot. Bonjour, meine Damen und Herren. Ich spreche hier im Namen von 30 französischen Organisationen, die genau dieselben Ziele wie ihr in Deutschland verfolgen. Und zwar gegen Agrarindustrie und für die bäuerliche Landwirtschaft, für Ernährungssouveränität, für gesundes und leckeres Essen, für Tierschutz und für saubere ländliche Räume. Wende des Agrarsystems auf. Zwar blühen schon überall lokale Initiativen auf, dank Pioniererzeugern und dank engagierten Verbraucherinnen. Aber damit eine kritische Masse mobilisiert wird, brauchen wir eine radikale Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Mehr als 6 Milliarden Euro werden jedes Jahr in Deutschland durch die gemeinsame Agrarpolitik ausgezahlt. Auf EU-Ebene sind es mehr als 50 Milliarden. Ein Paradigmenwechsel wäre möglich, wenn dieses Geld nur für gesellschaftlich unterstützte Ziele ausgegeben wäre. Wir könnten unsere Bauern für soziale, für wirtschaftliche sowie Umweltleistungen belohnen, statt die nicht nachhaltige Agroindustrie am Tropf hängen zu lassen. Die Europäische Union braucht ein neues Projekt für ihr Agrarmodell. Sie braucht gemeinsame Forderungen, gemeinsame Ziele und gemeinsame Antworten. Deswegen bin ich heute nach Berlin gekommen, um mit Ihnen diese gemeinsame Bewegung zu starten. Ich werde Ihre Energie und Ihren Willen zur Veränderung zurück nach Paris mitbringen. Danke! Von Politikern Gehör verschafft. Nur zusammen schaffen wir das. Danke.